Die Kandidaten bekamen Videobotschaften von ihren Lieben und da gab es einen What the f**k-Moment. Pascal war depri, weil seine Freundin ihm keine Nachricht geschickt hat. Ich frage mich wohl, warum. Knutschen geht jetzt heute Abend, ja. Sie meinte, knutschen wäre jetzt nicht so schlimm. Ahoi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist Halbzeit, der erste Promi musste seinen Koffer packen und ich habe neue Nägel. Die Folge begann mit einer Videobotschaft von Sophia, die in einem Krankenhausbett lagte und den anderen mitteilte, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr am Projekt teilnehmen kann. Dabei betonte sie extra, dass sie fast alle Kandidaten vermisst. Cora plant schon, wie sie den Kontakt mit den anderen halten will, nach einem Container aus und möchte mit ihnen die Nummern tauschen. Unsere vier Partyhäschen schlafen hingegen noch und Big Brother musste sie mit lauter Musik lecken. Mensch! Big Brother hat gesagt, du musst aus dem Schlaf erwachen. Wie war das nochmal? Wir beide haben so angenehme Stimmen. Big Brother hat gesagt. Klassischer Fall von, da hat wohl jemand Auge gemacht. Falls ihr euch jetzt fragt, warum schläft Pascal im Garten, Katja und Catherine haben ihn in der Nacht belästigt und er ist geflüchtet. Bist du schon befriedigt worden gestern, oder nicht? Ja. Catherine wurde ja dabei erwischt, wie sie Nicole einen Camembert in die Tasche geschmuggelt hat und Pascal, der geht das Ganze noch spezieller an. Er warf einen Schokoriegel einfach direkt über die Mauer. Sie dachten, sie kommen ungeschoren davon, weil Big Brother es nicht bemerkt, aber falsch gedacht. Surprise, bitch. Sie mussten den ganzen Tag einen Sack anziehen. Das Gute bei diesem OOTD ist, dass sie zwischen Fashion-Bloggern nicht wirklich auffallen. Es wurden dann auch die Reaktionen auf Silvias Rückkehr gezeigt, die etwas rattig waren. Alle freuten sich und jubelten, obwohl sie den Tag davor über sie lästerten, dass die Situation und das Wohnklima ohne sie ja viel gechillter wären. Einige Zeit später kam dann auch Sophia nach, aber nicht für lange, weil sie ist ja ausgeschieden. Und die beiden sprachen sich endlich mal aus. Sophia begründete die Geheimhaltung ihrer Schwangerschaft gegenüber ihrer Mutter damit, dass sie nie eine richtige Mutterfunktion für sie hatte, dass sie eher auf freundschaftlicher Basis unterwegs sind. Mir hat eine Aussage von Katja dazu gefallen, die sich im Sprechzimmer dazu geäußert hatte, denn sie meinte, wenn sie schwanger wäre, würde sie nie bei dieser Show mitmachen. In der Villa gab es dann noch eine Kissenschlacht. Und es wurde überlegt, einen Beauty-Channel für Daniel und Pascal zu eröffnen. Pascals Beauty Palace. Umut hatte nach fast einer Woche auch endlich mal seine 2 Minuten Sendezeit. Solltet ihr gerade nicht wissen, von wem die Rede ist, dann ist das kein Problem. Die anderen Kandidaten kennen seinen Namen auch immer noch nicht. Das Gesicht von Unox kommt mir unheimlich bekannt vor. Und auf Nachfrage von Silvia hat er endlich gestanden, wer er ist und woher man ihn kennt. Man kennt ihn ja durch Natascha Ochsenknecht, Korrigiere, Ochsendorf oder so. Jetzt habe ich einfach ihren Nachnamen verwechselt, aber nicht schlimm. Silvia verwechselt sie auch immer mit Brigitte Nielsen. Die ist ja 56, aber die hat doch jetzt ein Kind gekriegt. Danach wurde ein Studio geschaltet, wo Aaron Troschke, Big Brain, Bodecki und Vanessa Blumhagen eingeladen war. Vanessas Favorit ist Alfonso, Evelyns Mama Wolny und Aaron. Aaron gönnt einer ganzen Reihe von Menschen. Silvia, Alfonso, Nicole, Johannes und Katja. Katjas Stimmung ist nun auch nicht mehr so gut. Irgendwas bezüglich zu Hause bedrückt sie und sie spielt mit dem Gedanken, es zu erzählen. Entschließt sich dann doch aber noch eine Nacht drüber zu schlafen, was taktisch sehr schlau ist. Erstens, dadurch, dass es rausgezögert wird, bleibt es spannend für den Zuschauer. Sie wird weitergevotet, um die Geschichte zu hören. Obwohl sie es eigentlich nicht nötig hat, ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr viele Leute für sie anrufen werden. Zum Zweiten, es wird sie zu 100% sympathisch und menschlicher machen. Dann sieht man so die Person, die wirklich hinter den ganzen Videos steckt. Die Kandidaten bekamen Videobotschaften von ihren Lieben und da gab es einen What the f**k-Moment. Cora Schumacher hat eine Videobotschaft von Mike Singer bekommen. Alles klar, Digga! Pascal war depri, weil seine Freundin ihm keine Nachricht geschickt hat. Ich frage mich wohl, warum. Knutschen geht jetzt heute Abend, ja. Sie meinte, knutschen wäre jetzt nicht so schlimm. Daniel hat eine Nachricht von Jeles bekommen. Mist, ich habe schon wieder was verwechselt. Jeles hat für Johannes eine Videobotschaft dagelassen. Diese Verhältnisse zueinander, die sind aber auch kompliziert. Ich meine, Johannes hat ja erstmal was mit Catherine gehabt. Jeles wollte was von Daniel. Jeles hat aber jetzt was mit Johannes und Catherine will was von Daniel. Die haben ja praktisch die Frauen getauscht. Was ist eigentlich mit Catherines Finger los? Es wurde nicht geklärt, warum sie einen Verband trägt. Als Einzige haben übrigens Silvia, Mike und Cora geweint. Nice Extensions. Die Nachricht für Katja war auch süß. Miss in dieser Wasser-Challenge. I thought Jesus is alive again. Hab ich doch gesagt. Alle waren mega schlecht, außer Katja. Die lief da übers Wasser, als ob sie Jesus wäre.
Für alle, die gerade zum ersten Mal zuschauen, ich habe für die letzten Promi Big Brother Folgen auch noch weitere Videos gedreht. Ich verlinke euch meine Playlist in der Infobox. Und falls ihr Bock auf mehr Videos habt, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Und um kein neues Video zu verpassen, könnt ihr nun kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Im Anschluss gab es eine Abstimmung zwischen den Kandidaten, wer denn einen festen Platz in der Villa haben soll. Ich mache es kurz, weil ich es in der Show viel zu lang gezogen fand. Silvia hat gewonnen, hat allerdings Minuspunkte beim Publikum gesammelt, weil sie als Einzige für sich selbst gestimmt hat. Silvia weinte erneut, weil ihr die anderen auf der Baustelle leitern, weil sie ja auch hungrig sind und sich waschen wollen. Aber beim Duell wurde eh wieder alles neu gemischt. Jeder außer ihr musste antreten. Zuerst Umut gegen Pascal. Sie mussten mit einem Hammer einen schweren Klotz schlagen und den in Bewegung setzen, sodass er einen Buzzer erreicht. Auslöst. Pascal war der Sieger des Duells. Als zweites traten Katja und Johannes gegen Cora und Mike an. Die mussten nur mit Hilfe ihres Mundes aus Gummis das Haus des Nikolaus nachmachen. Ein absoluter Traum für Katja-Fanboys und ein absoluter Albtraum für Hygiene-Freaks. Cora und Mike verloren und sie schob die ganze Schuld auf ihre Zahnspange. Zuletzt traten Catherine und Daniel gegen Alfonso und Nicole an. Sie mussten durch Pusten ein Windrad so oft wie möglich zum Drehen bringen und dabei noch einen Strumpf über dem Kopf anhaben. Alfonso und Nicole haben gewonnen. Nicole bläst halt besser als Catherine. That's what she said! Zum Schluss entschieden die Zuschauer noch, wer die Show als erstes verlassen muss. Und es traf Pascal! Ich fand schade, dass es in der Show kein Exit-Interview gab, sondern erst in der Late-Night-Show. Die Folge war so krass langgezogen. Hätten die Zeit besser in den Abschied stecken sollen. Das war es dann auch schon von meiner Seite aus. Ich habe versucht, das Video so kurz wie möglich zu halten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss!